Ja, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Spielchen-Video in Valheim. Heute wieder mit der Webcam oder Facecam unterwegs, damit ihr wieder mal was von mir sehen könnt. Das wollte ich nach drüben tun, das können wir hier lassen für Pfeile. Pfeile habe ich einige gemacht, ich habe gefarmt ein bisschen, ich habe jede Menge gemacht. Ihr seht es hier schon. Lochse habe ich einige gekillt, ist aber noch nicht zu viel. Das können wir hier rein tun noch, zu dem. Geangelt habe ich, ihr seht es, weil Nahrung braucht man immer wieder und Fischfleisch ist ja nicht schlecht, habe ich viel geangelt. Und ich war unterwegs, hier oben das Baumhaus habe ich auch ein bisschen rundum gebaut, zur Stabilität, aber hier haben wir auch noch einiges. Okay, dann tun wir es dabei hier rein. Aber das, wenn ihr Dach drauf baut, ich glaube nicht, dass das halten wird, weil das alles schon rot ist. Also Dach wird schlimm. Das wird doch nicht so, wie ich das mir erhofft hätte. Weil das muss stabil sein. Haben die jetzt schon Junge bekommen oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Ein Junges haben sie bekommen. Ich wollte diesen noch hernehmen. Diesen ein bisschen reparieren. Dann war ich auf der Jagd eben. Wollte Hirschenfleisch farmen, also für die Kiste. Und dann ist mir noch ein 2-Sterne-Wildschwein entgegengesprungen. Das habe ich natürlich gleich eingefangen und gezähmt hier. Und jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4... 5, 1, 2, 5. Geil, oder? Geil. Das habe ich mal hier reingetan. Jetzt hole ich gleich mal Himbeeren. Weil wir wollen ja Junge auch mal sehen, oder? Von den 2 Sterne. Weil die sind am besten zu farmen. Je mehr Sterne, desto besser. Hier haben wir auch noch was zu reparieren. Jetzt speichert er wieder, oder? Himbeeren brauche ich, Himbeeren. Karotten gehen natürlich auch, Karotten zum Zähmen. Ich nehme meistens Himbeeren, da habe ich eh so viel. Weil immer wenn ich durch den Wald gehe, nehme ich auf alle Fälle die Himbeeren und Blaubeeren mit. Wenn ich welche sehe, Disteln sind wichtig in diesem Spiel, wenn ihr welche seht, zum Kochen. Jetzt passt mal auf, Freunde, ihr kriegt Nahrung. Schauen wir mal. Damit wir die ein bisschen gefüttert haben wieder. Da freuen sie sich, gell, wenn es Essen gibt. Mittagstisch. Miracoli ist fertig. So. Dann werden sie auch wieder mehr, weißt du. Die vermehren sie ja dann dadurch. Zack. 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 Ah, mit der Shift muss ich mal drücken. Na, jeder will was zu essen. Komm schon, sei nicht so. Kannst du die nicht einfach alle, damit die viele Junge bekommen, weißt du? Weil es war wieder ein Angriff, ein Skelettenüberraschung hier. Die haben wir zwar nichts getan jetzt in dem. So, und dann kriegen die Junge, weißt du? Ein Stück Himbeer, aber da musst du für jeden einzelnen reintun, damit die Junge bekommen. Das ist das andere. Ah, da, Herzchen schon aufgestiegen. Es gibt gleich Junge. Da auch, sehr schön. Bin mal gespannt, wie das aussieht da. Von den, oh, da gibt es einige Junge, ja? Naja, und wie die aussehen mit den Hörnern und so. Krass, oder? Ich will sehen, wenn ein schlüpft einmal. Ein Junges habe ich zwar schon gesehen, aber wie es schlüpft. Da wieder Herzchen. Mach ein Ferkel. Ihr Schweine macht Schweinerei. Sehr klein, komm. Da muss doch jetzt eins gleich kommen. Jeden Augenblick. Wir stellen uns da mal hin. Wo man schön sieht, alle drei. Komm schon. Komm schon. Jetzt haut das andere natürlich ab hier. Das ist nicht so. Wildschwein liebt dich. Sonst heißt es bei den einen Sterne immer Boah. Boah liebt dich. Oh, da geht's runter. So. Da kommt doch bald eins, oder? Da steigen die Herzel drauf, du. Oh, da hinten wieder schon. Oh, da kommt. Das geht gleich runter. Da schlüpft gleich eins. Kommt, kommt. Ferkeln, ferkeln, ich will ferkeln. Jede Menge ferkeln. Ich hoffe, dass dann kein Drachenangriff kommt und ich mich alle schießt dann. Sollte man eigentlich ein Dach drüber machen. Wo hat das gequietscht? Da hinten. Da ist es. Da ist es Ferkel. Wie das aussieht, gell? So streif, diese steifen Hörnchen. Und kein Ferkel. Wo ist denn das andere? Das müsste jetzt auch gleich soweit sein. Da müssen jetzt ja gleich 3 oder 4 schlüpfen. 2 Sterne Ferkel. Wie das aussieht. Das sieht doch aus wie der Alf. Alf die Serie. Wisst ihr? Da hinten. Jetzt habe ich es gesehen. Könnt nochmal zurück. Oh, wie süß. Oh, zuckersüß. Gut. Dann habe ich hier auch gefarmt einiges wieder. Ist zwar noch nicht ganz so voll, aber damit man... Komm schon, häng nicht da drin. Den können wir dann hinterziehen, für unsere Küche weiterbauen. Oh, 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 nicht so stürmisch. Da machen wir mal lieber zu, weil die kommen eben auch da hoch. So, dann ziehen wir das dahinter. Jetzt geht die Sonne schon wieder unter. Meine Güte, ich gehe gleich ins Bett. Ich gehe gleich ins Bett, weil dann können wir hier hinten weiterbauen. Am Tag, weißt du, ist ja besser. So, gut. Unser Anhänger ist hier. Was waren die? Genau, die Sörtlinge haben mich angegriffen. Schau her, da haben sie auch noch was zerstört. Die Feuerteufeln waren hier. Wahnsinn. Alles. Die lassen einfach alles liegen, anstatt dass sie zusammenräumen würden. Das ist ja Schweinerei. Hier müssen wir noch was hinbauen dann. Was ist denn da noch gewesen? Kohle von den Zörtlingen. Ah, ich brauche den hier. Da müssen wir wieder dran arbeiten. Die machen einiges an Schaden, die. Die Besucher hier. Der Wahnsinn, oder? Bauen. Dann tun wir das wieder hier rein. Wir brauchen die Besucher nicht. Gut. Können wir nicht gebrauchen, weißt du? So, dann legen wir uns ein bisschen hin, damit es Tag wird. Dann habt ihr schon wieder einiges gesehen hier. Was sich getan hat. Die Nase juckt. Die Lautstärke ist ein wenig zu leise, hä? Für dieses Spiel. Einmal muss ich es hochdrehen, dann wieder runter. Tag 981. Ihr seht schon. Ich bin aber nicht süchtig. Nein, nein. So, hier rüber. Wir müssen hier doch drüber bauen, auf alle Fälle. Dann holen wir uns mal Steine hier. Ah, die können wir dabei ja da rein tun. Die sortiere ich dann wieder offline. So. Jetzt wird es Zeit, dass Tag wird. Dann machen wir hier. Weil die Dinge müssen wir auch noch machen. Die Angel können wir dabei wegbauen. Ach, jetzt ist der Stein jetzt wieder woanders. Herrschaft. Weil ich immer da hinten dann weiterbaue. Und dann vergesse ich das wieder zurückzustellen. Weißt du? Weil dann baue ich da wieder ein bisschen weiter offline. Also nicht in der Aufnahme. Dann tue ich da ein bisschen wieder ein paar Steine hin. Wie man es besser machen könnte. Und da brauche ich jetzt die Hand. Ne, nicht einmal. Haben wir alles bekommen? Ja, normal schon, oder? Soll es auch. So. Dann können wir die Küche mal überdachen. Und dann können wir auch in Regen ein bisschen arbeiten, kochen und so weiter. Sehr hilfreich. Und wer noch nicht abonniert hat, könnte mich dadurch unterstützen, wer will. Es ist natürlich nicht zwang, aber es ist kostenlos. So, dann bauen wir hier mal die Herstellung hierher. Die tue ich mal hier mittig her. Weil wir ziehen diese Wand. Am besten Möbel bauen. Hä? Jetzt habe ich ja das versetzt hier. Normal sollte man die großen nehmen, die wären ein bisschen besser. Für dies. Aber. Nee, speichert er wieder. Meine Güte. So, oh. Die Küche. Soll man die Tür drin lassen? Manche Küchen haben halt einen, so einen Raum nach draußen, gell? Und hier können wir auch reinbauen. Komm hoch. Nein. Hä? Das kann nicht stimmen. Nein, nicht darunter. Meine Güte, ist das was mit der Springerei da? Wenn du falsch fällst, wenn du mal keine Dinge hast. Ah, da ist ja nur halber drin, oder wie? Drum geht das nicht aus. Drum geht sich das nicht aus. So, so ist es am Bau. Schöner Verband. Nein, Verband, so. So, dann haben wir hier auch wieder was weitergebracht. Und hier. Fehlende Voraussetzung. Das ist ja wieder typisch. Das ist ja wieder typisch, dass der... Damit wir mal das Dach draufbringen. Das können wir vielleicht reintun. Haben wir noch zu viel, oder? Okay, so geht's. Dann machen wir hier noch ein bisschen her. Und hier noch ein bisschen her. Hier müssen wir auch noch drauf. Hier müssen wir auch noch drauf. Da geht's nach draußen. Schon der Verband da, oder? Ja. Nein, und wieder runter. Also da, wenn du hoch oben bist, wie ich mit meinem Baumhaus, und hast nichts zu essen gehabt, dann ist es natürlich ein Problem. Dann, wenn du stürzt, weißt du, bist du tot. Und dann... Und das passiert mir mit meiner Dummheit sowieso immer, dass mir das passiert. Ich hätte das anders machen sollen. Herrschaft. Mhm. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sind wir da. Dann haben wir überall noch eins dran. Fehlende Voraussetzung. Sehr schön. Danke. Und nehmen wir von unten. Dann tun wir hier. So könnt ihr natürlich auch mal bauen, wenn euch das gefällt. Oder soll ich mal ein paar Bausachen zeigen? Pass auf, das tun wir hier den kleinen rein. Dann wieder einen ganzen. Dir. Hier. Hier. Dann müssen wir wieder einen kleinen hinsetzen. Moment, nee. Hier kommt die Tür. Nach draußen. Doppeltür natürlich, Schwingtür. Gut, dass ich Holz geformt habe. Mhm. Das tun wir hier rein. Das müsste reichen für die eine Tür auf alle Fälle. Und dann setzen wir die hierher und dann können wir auch schon weiter bauen. Was ist denn da los? Warum hält der nicht? Jetzt aber. So, jetzt haben wir den Grundriss unserer Dinge und das wollten wir auch noch wegtun. Ich wollte hier das Geländer noch machen aus Holz. Aber hier können wir eine Wand reinziehen. Es soll ein bisschen noch was ausschauen. Dann haben wir auch ein bisschen Stabilität da. Weißt du? Da ist schon gelb oben. Dann haben wir hier eine kleine Zwischenwand hier drin. Und hier macht man so. Das ist blöd, oder? Das ist jetzt da höher. Aber reicht ja nochmal so. Zack. Zack. Ist ja nur so ein kleines Gelände. Geländer. Und da müssen wir einen kurzen rein tun, oder? Dann sieht es noch was aus ein bisschen. Natürlich wird das jetzt durchs Regen wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Aber es hat doch was, oder? Wenn man da noch eine dran tut. Ich wollte eigentlich die lange schnell probieren. Wenn man da noch eine doppelte macht, wie sieht das aus? Komm schon, du musst doch da reinschlüpfen. Dann hat man so ein Doppelgeländer. Das sieht auch blöd aus, oder? Okay, das tun wir wieder weg. Das eine ist schon nicht schlecht, finde ich. Also da kann man nichts sagen. Sieht nicht schlecht aus hier. So, dann müssen wir hier Balkenlager reinziehen. Macht man das mit denen oder so? Zwei. Normalerweise sollte man das Eisen formen. So, Balkenlager, das kommt hier rein, eins drüber. Nee, das ist auch blöd. Das ist jetzt dumm. Hier. Weil wir hier unseren Kamin brauchen. Hier haben wir hier angefangen, dann tun wir es hier drauf. Hier haben wir jetzt einen anderen Verband. Ah, das ist auch wieder blöd. Hält nicht. Wir brauchen aber hier ein Balkenlager. Damit es stabil wird. Wie weit steht denn der draus? Wie weit geht denn der hin? Können wir den in die Mitte setzen? Der steht jetzt gescheit über da. Müssen wir einen kurzen dran tun. Das ist ja wieder typisch. Ah, jetzt speichert er wieder, oder? So. Wir brauchen das Balkenlager. Jetzt ist er grün. Siehst du das? Jetzt könnten wir da weiterbauen, oder normal? Oder wird der rot noch? Jetzt müsste er halten und grün werden, oder? Genau. Der ist blau. Passt. Passt. Haben wir es. Und hier müssen wir den Kamin hochziehen. Das ist blöd mit dem Kamin jetzt hier. Hier müssen wir einen raufziehen, denke ich mal. Weil das jetzt ein bisschen versetzt ist. Da geht er wieder zu weit. Wir müssen den ein bisschen rübersetzen. Zum Kamin ungefähr hierher. Wäre es hier, müssten wir hierher kommen. Das wird das Balkenlager. Oh, fehlende Voraussetzung wieder. Weil es soll ja halten. Das muss ja stabil werden. Da liegt eh noch ein Holz. Und da ein Kur... Nein! Ich wollte doch da hin. Du hättest schon ein bisschen halten können, gell? Sonst muss ich dich unterstützen hier. So, und dann geht der so rüber. Das ist ja das. Und das kurze da auch noch rein. Das ist so blöd mit dem Bauen immer. Eins. Zwei. Eins. Wir müssen hier eine Treppe hinbauen schnell, damit wir raufkommen. Komme nicht ganz rauf. Wieder typisch, oder? Dann machen wir es so. Damit es hält. Nein! Das meine ich, das meine ich. Wenn man da nicht genug gegessen hat und fällt einfach runter, dann stirbt man. Und wenn die Höhe nicht so groß ist auch. Und das ist ja das Gefährliche. Das ist heftig. Jetzt muss ich natürlich da raus. Meine Sachen wieder einsammeln. Was mich ja... Und jetzt habe ich wieder... Ich war ja wieder auf 62 mit dem Springen. Meine Güte. Und jetzt muss ich... Für den Schmarrn muss ich immer futtern, hey. Ah. Du fühlst dich stärker. Habe ich alles drauf? Nee. Und das ist halt das, für Dummheit wird man bestraft, weißt du? Und gleich nochmal runtergefallen, oder? 1. Sieht das da rüber? Jetzt schaut das da vorne raus. Ja gut, das Balkenlager muss ja durchgehen. Das muss ja hier durchgehen. Es geht ja da noch weiter, das ist ja nur der Anfang, das ist jetzt nur die Küche. Aber das Balkenlager hätte man anders bauen sollen. 1. Wir müssen hier durch. Dann müssen wir hier. Hier diesmal. Hier. Und dann noch. Da dran, komm schon. Und wieder kommt er nicht ganz hin. Jetzt muss ich wieder darauf. Damit ich da hinkomme, auf den Punkt. Meine Güte. Und wieder runtergefallen, diesmal aber nicht sterben. Oh. Da schaut er aber dann auch drauf. Genau. Super. Schaut er da auch noch raus. Dann braucht man dieses nicht und dieses nicht. Und wir bauen hier den Boden. Das ist rot. Warum ist das rot? Das kann auch nicht rot sein. Wenn ich da... Wir könnten natürlich eins so herdrehen und eins so, dann haben wir ein Muster drin. Verstehst du? Mal was anderes. Genau dann brauche ich das. Ich springe jetzt runter, ich hoffe ich sterbe nicht. Fallschaden. Ähm, 500 ist zu viel. Das ist zu viel. Dann tun wir das dabei. Nee. Tun wir die 30 dabei weg. So. Dann müssen wir wieder rauf. Und es wird dunkel. Ah, das Spiel. Das Spiel, oder? Hä? Sag mal selber. Dann machen wir hier wieder so einen drauf. So einen hierher. Jetzt ist die Bergbank nicht da. Wollte mich verarschen. Hä? Ja, weil ich die weggezogen habe. Hier geht sie weiter. Da haben wir es so, dann brauchen wir es so. Und dann brauchen wir es wieder so. Ich sehe wieder nichts da bei dir. Und dann kriegen wir einen schönen Boden rein, weißt du? Mhm. So. Dann wieder so. Dann wieder so. Dann wieder so. Können wir natürlich schneller aufbauen, wenn wir einfach die... Aber hier regnet es dann nicht mehr. Was haben wir jetzt denn so? Der passt. Und es wird dunkel. Müssen wir eh reparieren. Ja, ja. Ich stütze mich da in den Tod. Hoffentlich nicht. So. Also. Ist eh schon wieder Zeit. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Dann bauen wir hier noch weiter. Ich lege mich schlafen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Abonnieren, kommentieren und Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Für mich wäre es eine gute Unterstützung. Wäre sehr nett. Danke an alle, die mich schon abonniert haben. Herzlichen Dank von euch. Super, ihr seid ein super Team. Vielen herzlichen Dank. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund und bleibt dran. Ciao. Tschüss.